Hallo und herzlich willkommen zurück bei Travis 7. Mein Name ist Marcel und wir spielen weiter Star Wars Battlefront 2 in der Kampagne. Und wir sind Han Solo. Der ND65 wird nicht mehr hergestellt. Müssen ein paar Informationen sammeln bezüglich meines Informanten. Schade. Wirklich schade. Wenigstens haben wir einen. Also schauen wir mal. Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen? Ich weiß nicht. Ich erinnere mich nicht genug. Ich vermisse sie. Hey Boys, wisst ihr irgendwas? Kommt schon. Das wäre nicht dasselbe. Donkey war meine Freundin. Sie ging gerne. Aha, guck mal. Gab mir Ratschen. Wie soll ich maßlos das Zimmer bezahlen? Keine Sorge. Der Plan ist narrensicher. Klar. In einem Town schmuggeln ist eine gute Idee. Aber du wirst bestimmt erwischt. Der Senat ist auf Chandrilla. Imperium ist auf ganz Coruscant. In einem Town. Genau. Dazu. Wir wollen dir doch nur helfen. Ja, je länger du lebst, desto mehr Credits machen wir zusammen. Rowdy, schön dich zu sehen. Hör zu, Mann, ich suche einen Freund, der heißt Paldora. Kennst du ihn? Nachdem du mich beim Circa-Job hast hängen lassen? Vergiss es. Ach, Digga. Hat doch alles geklappt. Muss es wohl, denn du bist hier. Hau ab! Finde deinen Paldora allein. Ihr könnt über eure blöden Bärte reden. Er hat also einen Bart. Alles klar. Haha! Paldora hat einen Bart. Das ist gut zu wissen. Der Mann, den ich suche, hat einen Bart. Hallo. Boah, Alter. Hey, yo, wie sieht's aus? Sie sehen genauso aus wie ein Freund von mir. Er heißt Paldora. Ach, Sie meinen den Idioten, der Marin Zane Gold säuft? Dieser Idiot kann sich Marin Zane Gold leisten? Muss schön sein, was? Okay, er trinkt also ein bestimmtes Getränk. Riesig. Kandoshan. Nein. Na, du bist auf jeden Fall ein Zabrak. Definitiv ein Wookie. Bitte, ich weiß, wie ein Wookie aussieht. Hallo? Mars und ich kennen uns ewig. Sie und mein Vater haben okay. Alter, so viel Flaggen hier. Holy shit, Mann. Geh weiter. Geh du da weiter. Ich beschaffe Ihnen beliebig viel Munition. Und wir kennen das Schloss aus Star Wars 7. Schmuggelst du noch für die schwarze Sonne? Nein. Ja, der Outer Rim lohnt sich wirklich. Oh, schwarze Sonne. Um die ging es auch in Star Wars The Old Republic. Aha, guck mal, hier weiß noch jemand was. Hey, Bro. Hey, Mr. Paldora. Lange nicht mehr gesehen. Mein Wookiee-Freund hat gerade nach Ihnen gefragt. Sie verwechseln mich wohl höchstwahrscheinlich. Dieser unerträgliche Mann ist da oben. Nichts für ungut. Mit dem bärtigen Mann sprechen, der im obersten Stock Meren Zane Gold trinkt. 2000 Credits? Dein letztes Angebot war aber anders. Was? So. Nur ein Rennen. Kein Problem. Wo soll er hier sitzen? Aha, guck mal. Ich werde schon sehr bald. Han Solo, imperialer Spezialist Ralsius Paldora. Freut mich, Sie endlich kennenlernen zu dürfen. Geht das nicht auch leiser? Oh, klar, wir treffen uns schließlich inkognito. Ich wette, Sie wollen wissen, wieso ich abtrünnig wurde, oder? Los, irgendwie wir müssen Sie jetzt nicht hier rausbringen. Dann gehen wir mal. Ich habe die gewünschte Information. Natürlich nicht dabei. Natürlich nicht. In zwei Datenwürfeln im Wald. Zur Sicherheit. Na klar. Das meinen Sie jetzt nicht im Ernst. Sicheres Geleit und Asyl. Asyl am Arsch. Und Ihre Geheiminfos von Kashyyyk? Sind woanders versteckt. Ich habe wirklich alles, was Sie für die Befreiung. Digga, ich trau dir einen Scheißdreck. Boah! Druide, du stehst mir im Weg. Sagen Sie mir, woher die Infos stammen. Imperiale Offiziere reden gerne. Machtspiele und so. Vor allem bei einem gewissen Thrax. Falls Sie den kennen. Nein. Kenn ich nicht. Also die meisten Statistiker werden von angehenden Kollegen getötet. Oh je.
Freund von dir? Ich nehme an, das ist deine Schuld? Ja, wie üblich. Was ist meine oberste Regel, Solo? Nicht kämpfen. Komm jetzt. Wir müssen weg. Ich ahne ganz, ganz böse Geschichten. Der erste Datenwürfel ist bei einem Generator vor uns. Glaube ich. Er weiß es nicht mal. Was hast du? Detonit? Ladung, Scharfschütze und Schulterangriff. Konnten Sie die Infos wirklich nicht mitbringen? Ist es so? Ich bin jetzt Geheimagent. Okay. Ich habe die Infos nicht dabei, weil die Kantina voller, naja, Schurken ist. Schnappen wir uns die Daten und dann ab zum Falken. Sturmtruppen, leise, wir müssen sie ausschalten. Nein, nein, Sie müssen das. Mein Blaster ist nur Show. Ich kann gar nicht schießen. Na toll. Du verlierst du noch einen Arm. Das hat keine Schwachstellen leisten. Wir haben Deserteursstatistiker. Wahrscheinlich verkleidet. Augen auf. Wir durchsuchen alles und rücken dann zum Schloss vor. Okay. Auf Sie, Han Solo! Ja, sag doch noch lauter meinen Namen, Alter. Ich kann nicht hinsehen. Ja, ich auch nicht. Pichu, pichu, bam, bam. Das ist ganz schön viel. Dafür, dass es eigentlich immer hieß, die Stromtrüppler treffen gar nichts. 77% ganz schön viel. Ah! Aha! Hier war doch einer. Das macht so viel Spaß! Als Maul! Boah, mein Bildschirm ist ein bisschen hell. Ich erkenne die Boys nicht. Hey. Ich rette vor. Ein kleiner Sturmtruppler. Verarscht mich doch, Alter. Ha, hier ist nichts. Natürlich war das Ding leer. Aufmachen, sofort. Hab ihn. Die Infos auf diesen Datenwürfel werden Ihren Freunden in der Republik helfen. Achtung, da sind noch mehr! Ach, come on. Wo ist die Kaschik-Information? In der Nähe eines hübschen Schreins hier im Wald. Vorwärts! Digga, nimm dir einen Blaster mit. Offenbar hat er da keinen Bock drauf. Ihre Infos müssen gut sein, wenn sie so viele Truppler auf sie hetzen. Dem Imperium geht schlechter als alle denken. Und es hat Angst, dass die Republik es erfährt. Irgendwie traue ich dem nicht. Auf der Flucht vor ihren Angriffen mehr Treibstoff, als sie nachliefern kann. Einer von 148 imperialen Offizieren ergibt sich und will Asyl. Wir haben 3,4% weniger Sternenjäger. Schön und gut, aber was ist mit Kaschik? Sind Sie sicher, dass Ihre Infos den Wookies helfen? Sie bringen sie auf den Planeten. Was hat die Republik denn vor? Nicht viel, aber ich und Chewie schließen die Arbeitslager auch allein, wenn es sein muss. Du wirst ihn nicht kennenlernen.
Etwa weil Mars wütend auf sie ist, sie wird ihn nicht mehr verzeihen. Da kennen Sie Mars aber schlecht. Hallo? Wo hat mich denn einer gesehen? Ja, ja, halt's Maul. Ich muss mich hier erstmal darum kümmern, dass du nicht gekillt wirst. Ja. Hahn. Ich nenne sie jetzt weiter Hahn. Zum Schreien? Ja, ja. Okay. Ich bleibe hier drüben. In Sicherheit. Ja. Und die auch ausschalten. Was? Alles klar für Zündung. Speerschütze voraus, Mr. Solo. Ja, gut gemacht, mein neuer Freund. Sehr gut, super Schuss, ganz wunderbar. Hallo? Improvisierte Sprengsätze. Hehe. Aua, aua, aua. Schütze, das verzeiht ihm ganz bestimmt. Ich glaube nicht. Ich sehe ihn wirklich gern bei der Arbeit zu. Ja, das ist ja schön, aber... Wünscht mir Glück. Wo sind meine Glückswürfel? Hau rein. Also, wo habe ich denn nur diese Wiki-Infos gelassen? Ja, das wüsste ich auch ganz gerne. Also, Digga, hau mal einen raus hier. Ha! Da lief noch einer! Da sind sie offensichtlich nicht. Oh, oh. Hallo? Warum sollte ich sie da reintun? Sie sind keine Hilfe. Echt mal, du bist ein Vollidiot. Da sind sie drin, oder? Ja, besser ist das. Gefunden! Da kommt Verstärkung. Runter! Geh runter! Ja, damit kommen Sie auf den Wookiee-Planeten. Und jetzt zu Ihrem berühmten Fight. Ja, da gehen Sie kennen jetzt doch hin. Den Falken. Ja. Im Durchschnitt kennen 2,2 von 300 imperialen Truppen den rasenden Millennium-Falken. Okay. Ich hoffe es. Sollten wir nicht zum Schiff gehen? Ja, wir sind doch unterwegs, oder? Jetzt Chewbacca treffen. Ist mir egal. Vorsicht! Oh, oh. Han? 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 Oh, Han? Han? Alter, geht der mir auf den Sack. Heilige Scheiße. Wie kann man denn so nervig sein? Was ist denn da los? Okay. Alle tot. Schwerer Truppler! Was? Wo? Das müsste Ihre Aufmerksamkeit erregen. Trottel. Wow, 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 wow.
Achso, ah, das ist meiner. Das ist, ja, das ist Chewbacca! Chewie, mach den Falkenstart klar, wir müssen schnell hier weg! Und zwar ganz schnell. Was soll ich tun? Ins Schiff gehen. Halt den Mund und lauf, Kumpel! Ich halte sie auf, mach du den Falkenstart bereit! Sie auf Distanz halten, na, das ist ja ganz witzig. Oh, jetzt habe ich aber schlecht geschossen. Oh, da kommen noch mehr. Oh, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Komm schon. Sie kommen. Sie sollten weglaufen. Du solltest weglaufen. Er ist so schnell. Was willst du eigentlich, hä? Oh shit. Da kommt noch ein Shuttle. Achtung! Alter, was ist denn los? Du hast recht, Chewie. Heute ist nicht mein Glückstag. Oh, X-Wings! Ja, ja, kommt mal raus, ihr Lappens. Was für ein wunderbarer Zufall! Hey, hey. Vielleicht wird's heute doch nicht so schlimm! General Solo, hier spricht Aiden Versio. Bereit zur Hilfe. Mann, bin ich froh, Sie zu sehen. Oh. Was führt Sie hierher, Commander? Sie, General. Senatorin Organa schickt uns. Ich nehm's zurück, Chewie. Schlimmer kann's überhaupt nicht mehr werden. Ganz schön gemein, Hahn. Okay, ciao. So, ich würde dann gerne einsteigen. Nee, ist nicht so witzig. Okay, ciao. Hau rein. Boden gesichert, aber da kommen ein paar alte Freunde in Teiljäger. Wäre zu schön, wenn sie einmal nicht kämpfen würden. Ha, wo bliebe da der Spaß, General? Oh yeah. Mal auf die Klappe. Ich darf den Falken fliegen. Jetzt geht's ab, Boys. Jetzt geht's ab. Der gute alte Falke, der schon so viel abgekriegt hat. Da egal, ob die Mars uns anfunkt. Ich will jetzt nicht mit ihr reden. Han Solo. Hey, Mars. Ich hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht oh shit, erklären. Sternzerstörer. Ist einfach in Ordnung. Dich trifft keine Schuld, Chewbacca. General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Gut. Bringen wir ihn auf den Boden des Sees. Oh, das wird Mars gar nicht gefallen. Inferno-Trupp, Information. Feindlicher Sternenjäger nimmt Kurs auf General Solo. Ich sehe ihn. Photonentorpedo ist bereit. Übertrieben, aber effektiv. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Han Solo hatte Pech. Ach so. So nennt man das. Mir egal, ob Mars uns anfunkt. Ich will jetzt nicht mit ihr reden.
Han Solo. Hey, Mars. Ich hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. Dich trifft keine Schuld, Chewbacca. General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Gut. Bringen wir ihn auf den Boden des Sees. So. Das wird Mars gar nicht gefallen. Uiuiuiui. Infernotrupp, Information. Feindlicher Sternjäger nimmt Kurs auf General Solo. Ich sehe ihn. Photonentorpedos bereit. Übertrieben, aber effektiv. Ah, Boys, ihr könnt nix, ihr blöden Thais. Kreuzer wie diesen sieht man nicht mehr häufig. Nicht nach dem Überfall auf die Werft vor einem Jahr jedenfalls. Nein! Das hat mich bei der Explosion mitgerissen. So eine Scheiße. Mir egal, ob Mars uns anfunkt. Ich will jetzt nicht mit ihr reden. Doch, du willst. Han Solo. Hey, Mars. Ich hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. Dich trifft keine Schuld, Chewbacca. General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Gut, bringen wir ihn auf... Alter! Wieso bin ich denn so schnell draufgegangen? Mir egal, ob Mars uns anfunkt. Ich will jetzt nicht mit ihr reden. Han Solo. Hey, Mars. Ich hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. Dich trifft keine Schuld, Chewbacca. General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Gut. Bringen wir ihn auf den Boden des Sees. So. Das wird Mars gar nicht gefallen. Infernotrupp, Information. Feindlicher Sternjäger nimmt Kurs auf General Solo. Ich sehe ihn. Photonentorpedos bereit. Übertrieben, aber effektiv. Aua, Mami! Kreuzer wie diesen sieht man nicht mehr häufig. Nicht nach dem Überfall auf die Werft vor einem Jahr jedenfalls. Dieser YT-1300-Frachter ist toll, aber sein Überantrieb hat 1,22 mal häufiger eine Fehlfunktion als das Modell 2400. Chewie, schaff ihn aus meinem Cockpit! Nein, halt! Bin schon still! Alter, der Typ ist ja schlimmer als C-3PO. Ui! Flieg gleich in dich rein, Bro! Hi beim Schloss! Ja, schalten Sie ihn aus! Schon dabei! Feind hinter ihm. Bitte abschießen. Ja. Ich sehe ihn. Feuer. Alles klar. Danke, Ivan. Tschüss. Okay. Man sagte mir, ich soll Teils zerstören. Ciao. Tschüss.
Oh oh. Oh. Ein Jäger ja, weniger, der Ärger macht. Ja, ja. So wird's gemacht. Sehr gut. Noch zwei. Okay, ein paar mehr als zwei. Und der nächste Teil wurde erledigt. Guter Schuss. So. General Zulu, ich habe wieder einen, der zu Ihrer Position fliegt. Ich schalte ihn aus. Und tschüss. Hab ihn. Hoffentlich war das jetzt das letzte, Solo. Ich sagte doch, ich mache das. Haut jetzt endlich ab. Haut einfach ab. Gute Arbeit, General. Jetzt geht's zurück zur Flotte. Genau genommen habe ich was anderes vor. Chewie sendet die Koordinaten. Roger, wir sehen uns dort. Bam. Aber du musst zurückkommen. Keine Sorge. So leicht wirst du uns nicht los. Sie gehört Ihnen, Commander. Was immer Sie mit dem Droiden gemacht haben, Dallas, ist eindeutig falsch. Hey, Kumpel, er ist repariert. Ist nicht meine Schuld, wenn er Sie jetzt mag. Inferno-Trupp. Schriff, ich habe Sie nicht gesehen, seit Lando Sie hierfür bestimmt hat. Wie geht's Ihnen? Wunderbar, Senatorin. Was beschäftigt Sie, Commander? Paldoras Infos zufolge leitet mein Vater einige Operationen auf Bespin und Sallust. Erlaubt ihr, dass ich ihn suche und festnehme? Sie unterstehen mir nicht rein. Das Flottenkommando missbilligt. Vielleicht eine derart persönliche Mission. Ah, aber ein imperialer Admiral sollte doch keinesfalls den Feind stärken, habe ich nicht recht? Es wäre von Vorteil, wenn Sie ihn herbringen, Commander. Ja, Ma'am. Und möge die Macht mit Ihnen sein. Aha. Paldoras Infos zufolge betankt mein Vater seit Monaten seine Flotte auf der Chinook-Station. Unser Freund Hask überwacht die Operation. Wenn wir ihn ergreifen und die Station abschalten, wäre das für das Imperium ein schwerer Schlag. Zumal Hask der Schlüssel sein könnte, um endlich den Admiral zu finden. Mit etwas Glück? Es ist immer mehr als Glück. Wow, sehen Sie sich diese Beldons an! Süß, dass Sie vor einem Besuch die Tierwelt eines Planeten studieren. Wenn Sie das Tibana-Gas für das Imperium erzeugen, sind die Beldons kritisch für die Mission. Wie Sie meinen. Wissen Sie, wenn wir Ihren Vater finden und ausschalten, sind wir dem Kriegsende ein gutes Stück näher. Ich weiß, es waren harte 6 Monate. Aber diesmal kriegen wir ihn. Ich spür's einfach. Daran zweifle ich nicht. Mir ging's eher darum, was danach passiert, wenn der Krieg vorbei ist. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Eine imperiale Ausbildung ist im zivilen Bereich nicht viel wert. Hm. Was ist mit Ihnen? Ich möchte reisen. Die Galaxis sehen. Lothal, Mycapo. Da waren Sie doch schon. Ja, als Soldat. Ich will das alles in Freiheit sehen. Das klingt tatsächlich sehr schön. Habe ich einfach vergessen, Tschüss zu sagen. Also bleiben wir einfach bei der Folge. Da ist der Landeplatz. Sie sollten unsere Schiffe hier nicht sehen können. Oder wobei. Ja. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.